Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Zurück bei unserem kleinen Finanzkrisen-Simulator 2016, wo wir schon wieder angegriffen werden. Gleich zu Beginn der ersten Folge geht die Action wieder los. Natürlich wird sich wieder da oben gekloppt. Wir kämpfen gegen einen Schattenkrieger, das heißt, wir haben von vornherein schon mal schlechte Karten, haben keine Chancen. Ich denke, wir werden diesen Kampf verlieren. Nee, Scherz beiseite. Es sieht noch nicht so düster aus, tatsächlich. Ich habe noch ein bisschen mehr die alten Folgen angeguckt. Ja, so viel dazu. Ja, der Bewachturm ist besetzt. Das heißt, ab jetzt geht's los, Freunde. Ab jetzt müssen wir uns ganz schön ordentlich anschnallen, denn jetzt geht hier die Action los. Die Sause ist am Starten. Und damit gesagt, möchte ich auch ganz kurz schon mal eine kleine Ankündigung machen. Denn wir haben ja jetzt tatsächlich, also die ein oder andere erstmal, die es nicht merken. Wir haben jetzt, steht jetzt langsam schon Halloween an. Und Halloween ist sowas, das schreit ja nach einem kleinen Special. An Halloween selber habe ich keine Zeit tatsächlich. Das heißt, ich kann nicht sowas machen wie einen kleinen Stream oder sowas, was ich mir erst überlegt hatte tatsächlich. Sondern, keine Rohstoffe gefunden. Das heißt, wir können ja auch gleich wieder abreißen. Tschüsskowski. Tschö. Also so ein Stream fällt schon mal aus, hatte ich mir erst überlegt, aber im Nachhinein dann wieder doch auch nicht. Das heißt, was ich machen möchte, ich möchte gerne mir dann ein kleines Special überlegen, was wir dann da machen. Vielleicht ein neues Pet Donzo zockt an. Mir fällt bloß leider kein Spiel ein, was relativ gruselig wäre, was zu Halloween-Stimmung passen würde. Ehrlich gesagt. Aber das ist nur so ein informeller Rande. Noch eine andere Sache, der ein oder andere von euch merkt es vielleicht, der ein oder andere Schlaumeier. Ist es nämlich so, meine Stimme klingt vielleicht ein bisschen angeschlagen. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt in der Woche ein bisschen mit einer relativ kleinen Erkältung zu kämpfen hatte. Und jetzt habe ich quasi noch die Nachzüge davon. Das heißt, ich werde jetzt mich in den dieswöchigen Folgen ein bisschen zurückhalten, ein bisschen kürzer treten. Einfach nur, um meine Stimme noch ein bisschen zu schonen und so. Und ja, ich wollte aber jetzt unbedingt aufnehmen auch tatsächlich, weil es ist ja ein Hobby, es macht Spaß und es gehört halt dazu, ne? Und deswegen warten wir jetzt hier. Ach du großer Gott. Mit wie viel greift er denn an? 1, 2, 3, 4, mit 4 Leuten. Na dann, gute Nacht. Aber wir haben 4 Generäle und das kriegen wir, denke ich, hin. Der hat volle Leben, der hat auch volle Leben, der auch und der da auch. Okay. Kriegen wir hin. Easy, sag ich mal. Easy. Wir lassen ihn an uns die Hörner abstoßen und dann, ja, rücken wir ein, wenn quasi der Rest da ist, fertig ist. So, wir warten jetzt erstmal, bis hier alles nachgerückt ist. Ich denke, die müssten jetzt auf dem Weg sein, tatsächlich. Ja, da sind sie unterwegs, unsere Schattenkrieger. Ich weiß nicht, warum. Es ist ein kleiner Grafikbug. Ich habe so das Gefühl, dass das ganze Spiel derzeit ein bisschen kaputt gebuggt wurde. Keine Ahnung, warum. Oh, Kohlebergwerk ist aufgebraucht. Schade drum. Tschüss. Da ist eine Münze unterwegs. Ja, sehr geil. Aber nicht hoffentlich hier rein. Na, du kümmerst dich drum. Okay, das heißt, es geht nach unten. Die Münze wandert jetzt hier runter. Hierhin nämlich. So, hier hatten wir noch Kohle, ne? Das heißt, weil jetzt eins ausgefallen ist, würde ich gerne hier noch ein gleich neues bauen. Nur um unseren Kohlevorrat zu sichern. So, die Kohle geht einmal hier, die Münze, das heißt, die geht tatsächlich da runter. Ich weiß, wir hatten ja da unten ein Lagerhaus hingebaut. Nee, da war es nicht. Wo ist es denn? Wo ist das Lagerhaus? Oder ist es im Hafen? Ach, in den Hafen hier wird es gebracht, okay. Ja, okay, dann schauen wir doch mal, wie es hier ausguckt. Haben wir hier den Münzen verboten? Ja, sehr gut. Haben wir hier verboten? Einwandfrei. So soll es sein. Okay, die Fleischerei ist fleißig am Produzieren. Ach du großer Gott, hat die viele Schweine drin. Ach du großer Gott. Die hat auch jede Menge Getreide. Ja, was geht denn da ab? Wir haben einen Überschuss. Der Wachturm wird angegriffen. Na, großartig. Und hier wird sich gekloppt. Armee der Schatten. Wie gesagt, soll es sich hier die Hörner abstoßen. Mir soll es recht sein. Solange wir dann hinterher quasi aus den... Oh, der hat aber schon kurz einen Prozess gemacht hier. Das war mal eine Exekution vom Feinsten. Eine Hinrichtung sozusagen. So, hier auch. Hier auch. So, und jetzt ist nur noch der hier übrig. Also der hat gegen den General keine Chance. Selbst wenn der jetzt ein Leben verloren hat. Ja. Easy, würde ich sagen. Easy. Seht ihr, so geht Self-Defense.
So, keine Ahnung, wo die herkamen. Keine Ahnung, warum die sich immer da drüben kloppen. Ich würde sagen, das Spiel ist ein bisschen kaputt gebackt. Das ist meine Message, die ich jetzt schon die ganze Zeit sagen wollte, aber dann doch irgendwie dann verkackt habe. Aber egal. So, ich möchte gerne einen weiteren Ausbau tätigen. So, wie schaut's denn hier aus? Kriegen die jetzt endlich mal wieder Münzen? Oder nicht? So, da sind Soldaten unterwegs. Sehr schön. Ich möchte mal ganz kurz in der Statistik was gucken. Da konnte man doch irgendwo... ...4500 Wasser. Ach du großer Gott. Produktionsstatistik, irgendwo konnte man doch einstellen, wie die Warenverteilung stattfinden sollte. Globale Wirtschaftseinstellungen öffnen. So, genau. So, Holzfällt ist aufgebraucht. Das ist gut, da kümmern wir uns gleich drum. Transportpriorität der Waren. Die Goldmünze hat oberste Priorität, die Waffe am zweithöchste, das Bier hat so und so höchste. Okay. Ja, okay, dann passt das sogar. Ja gut, dann passt das tatsächlich sogar, ist in Ordnung. Einstellung, Werkzeugherstellung. Warum wurden so viele Beile hergestellt nochmal? Oh, da ist eine Goldmünze hergestellt worden. Sehr schön. Der Esel trägt jetzt hoffentlich Licht ins Lagerhaus da oben. Komm, du trägst die. Du trägst die! Ich verstehe es nicht, was hier abläuft, Leute. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, das Spiel ist kaputt gebackt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ihr seht ja, die Soldaten sind alle schwarz. Also buchstäblich schwarz. Als hätten sie in die Steckdose gelangt und dann wäre es wären in einer Explosion gestanden. Cartoon-Style. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich würde sagen, der Spielstand ist ruiniert. Wir machen jetzt die Aufnahmesession hier noch fertig. Und dann gucken wir mal, ob bis dahin nochmal ein paar Münzen rausgeliefert werden. Ja, der greift schon wieder an, der Kollege. Mann! Gib's auf! Diesmal mit zwei Leuten. Weil er sich gedacht hat, ja Mensch, so großen Verschleiß müssen wir dann doch nicht machen. Da sind sie schon unterwegs, die Verteidiger. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz was gucken. So, das ist die höchste Priorität. Die Waffen haben zwei, haben jetzt die höchste. So, Militär. Ja, wenn ich da wüsste, was man da machen kann. Irgendwas muss es doch mit den Münzen auch noch geben, Mensch. Hier, es sind lauter Münzen unterwegs. Die gehen alle jetzt hier rein. Die schönen. Und die sollen aber doch auf die Leute verteilt werden, Mensch. Hier, die haben doch auch ein paar bekommen. Ach ja, Kohlebergwerk wurde errichtet. Genau, und was haben wir hier? Die Holzfällerhütte? Die da oben. Okay, tschüss. War nett mit dir. Und ich möchte jetzt gerne noch hier drüben, weil ich glaube, wir haben hier noch Eisen. Ich möchte dieses Holz hier irgendwie kriegen. Das heißt, ich werde jetzt ganz kurz mal die Produktivität dieses Forsthauses einstellen. Damit der Holzfäller hier unten die Bäume wegmachen kann und sobald hier frei ist, können wir hier ein kleines, eine kleine Stube, Wachstube bauen und schauen mal, ob hier dann Eisen ist. Beziehungsweise das mit dem Eisen da drüben, das machen wir jetzt gleich. Straße bauen. Oder auch nicht. Dann warten wir kurz. So, ich hoffe mal, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Wäre peinlich, wenn nicht. Na, groß geplant hier, groß getönt. Von der Sucht hier gewesen, ich kenne mich da voll aus. Ja, von wegen. Oh, was mit dem da? Der kriegt nichts zu mampfen. Warum bekommt er nichts zu fressen, der gute Mann? Schauen wir mal, ob wir hier oben auch noch eine kleine Schweinezucht und so bauen können. Ja, könnten wir tatsächlich sogar. Hier nämlich. Machen wir das doch glatt. Hier eine Schweinezucht. Und dann brauchen wir natürlich noch die dazugehörige Fleischerei. Ja, wir werden angegriffen. Sehr schön. Hier natürlich mal wieder. Jetzt lass dich nicht da treffen, Mensch.
So, wir gehen wieder hoch. Weil ich wollte ursprünglich da oben jetzt noch eine Fleischerei bauen. Hier oben irgendwo. Moment, wo war's? Ja, wo war's? Oh, das sind lauter Münzen immer noch unterwegs. Ja, Mensch! Das Geld fließt sozusagen. Mal schauen, ob eines Tages vielleicht die Münzen wieder rollen. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht tun. Ach du großer Gott, sind das viele. Da sind Esel unterwegs. Ich nehme an, da haben sich jetzt Schnellstraßen gebildet, wo die jetzt gerade auf dem Weg hin sind, die fleißigen Tierchen. So, ich würde sagen, wir schalten hier die wieder ein. Weil wir haben, ganz ehrlich, wir haben so viele Münzen, da können hier schon wieder welche rein, wenn sie meinen. Hauptsache, sie kommen mal wieder in Umlauf. Vielleicht sind die das gewesen, die das Ganze blockiert haben, den ganzen Fluss. Das wäre natürlich scheiße. So, ich schalte die Dinger mal wieder ein. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte jetzt noch irgendwas machen, tatsächlich. Ach ja, genau, ich wollte immer noch eine Fleischerei bauen. Und zwar hier bauen wir gerade die Schweinerei, das heißt, die Fleischerei kommt dann wohl oder übel. Wohin? Ich baue hier meine Holzfällehütte. Ach nein, mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Ja. Und auch die Fahne wieder abreißen. Weil da oben sind ja Felder. Und die wollen wir dem guten Mann natürlich nicht mitnehmen. Der verdient schon sein Geld so hart. Da kann er schon ein bisschen, Land natürlich zugewiesen bekommen. Der gute Mann. So, was kriegt der? Was liefern die hier? Brot. Genau, Brot. So, wo bauen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir bauen hier hin, die Fleischerei. Hier. So, und dann können wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ich hoffe natürlich positiv. Ach ja. Alles auf 100%. Ja Mensch, Leute, das ist doch geil. Geil ist das. So, einmal blockieren. Ein Stein ist drin. Wow. Ein Stein ist drin. So, da geht nix. Keine Ahnung, warum wir nicht ausfahren können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die da können es doch auch. Die Eisenschmelze produziert natürlich auch nicht. Großartig. Die da durchstehen sich die Beine in den Bauch. Mann. Jetzt mach das Ding da mal weg hier. Das Gemüse. Gibt's ja nicht. Brot ist unterwegs. Das Brot können sie unter den Arm klemmen. Die Münzen müssen sie mit beiden Händen tragen. Verstehe einer dieser Siedler. Ah. Garstiger. Ja, Mensch. Sind noch nicht mal angekommen und der beschwert sich. Oh. Oha, jetzt kloppen sie sich mal hier zur Abwechslung. Ich bin erstaunt. Und es ist ein General und ein irgend sowas Offizieriges. Ja, gut. Dann warten wir einfach mal. Oh, Münzen sind unterwegs. Ja, geil, Freunde. Endlich sind wieder Münzen unterwegs. Ich habe es vermisst. Schliff. So, gönnt euch, ihr tapferen Krieger. Die gehören alle euch. Dürft ihr euch aufteilen. Habt ihr euch verdient. Na, los. Schwupp. Inhaliere sie schon. Kriegst eine Beförderung. Auf Kosten des Staates. Komm schon. Du willst es doch auch. Jawohl. Sehr schön. Ein Obergefreiter. Geil. Kriegen die auch mal wieder eine? Nö. Die da hinten kriegen jetzt noch eine. Ach ja, ich muss hier nur eine Fahne setzen. Dann würde ich sagen, holen wir uns als nächstes die Wachstube da unten. So, wie schaut es da oben aus? Ich denke, da schaut es gar nicht so schlecht aus. Und das mal zur Abwechslung mal wieder ein spannendes Kämpfchen, Freunde. Die Schweinezucht ist fertig, da schauen wir gleich natürlich nach. Nur um sicherzugehen, dass die Nachricht auch stimmt.
So, der ist schon mal down. Ein Punkt für uns. Wie schaut denn die Statistik aus, tatsächlich? Größe der Region, ja, schön. Das ist alles relativ gleich geblieben. Der Grüne verliert immer mehr Land. Militärische Stärke. Oh, der Gelbe hat uns überholt. Was? Aber er schwankt. Ja, das ist natürlich sehr geil, wenn natürlich die Münzen ja nicht unterwegs sind. Also ja, mittlerweile sind sie es ja. Darf ich ihnen gar nicht böse sein, den armen Siedlern. Können ja auch nichts dafür. Geht die mal da rein? Nee, geht sie nicht. Die geht nach unten, okay. Ja, schön. Oh, jetzt geht die nach oben. Warum geht die nach oben? Warum geht die nach oben? Die entscheiden sich spontan um, die guten Männer. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Ist auch egal, weil... Baum. So, was ich gerne machen würde... Oh, lauter Münzen sind hier. Sehr schön. Das heißt, die sind jetzt alle endlich unterwegs. So soll es sein, genau das wollte ich erreichen. Wahrscheinlich hat unsere Wirtschaft darunter gelitten, würde ich mal fast annehmen. Zustand der Wirtschaft. Oh nein, gar nicht mal. Ach so, nee, das war ja Produktivität, die darunter leiden will. Oh ja. Oh ja, und wie die gelitten hat. Ach du großer Gott. Ja, Entschuldigung. Ach Mensch. Wie viele Generäle sind hier drin? Kein einziger, weil die Münzen nicht kommen. Bitte geh nicht nach oben. Geh nach unten, okay? Ja, es geht eine nach unten. Aber hoffentlich, wahrscheinlich geht es jetzt hier wieder nach oben. Ich kenne doch mein Glück. Oh nein, die geht hier rein. Ja, nice. Dann sind die hier fertig, tatsächlich. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut sogar. Dann ist der ja gleich. Hier haben wir hier drei Generäle drin. Dann sind wir hier schon mal good to go, würde ich sagen. Und vielleicht hat sich das Ganze dann wieder resettet mit den Bugs. Jawohl, es geht nach unten. Sehr gut. So, da ist der General. Und es wird schon wieder angegriffen. Großartig. Wir brauchen hier dringend Münzen, ganz viele. Ach ja, ich hatte versprochen, wir schauen mal nach der Schweinerei. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für uns, Freunde. Die Münzen sind wieder unterwegs. Geil. Ich würde sagen, mir reicht's jetzt. Obwohl, wir haben nicht so viele Steine. Komm da rein. Sehr gut. Dann haben wir den zweiten General hier drin. Obwohl, vielleicht bilden sich erst hier noch weiter. Ne, ich glaube, es bildet sich erst der Offizier zum General und dann kommt der nächste. Da kommt schon die nächste Münze. Sehr geil, sehr geil. Gefällt mir gut. Ja, ich wiederhole mich sehr oft heute. Ist auch schon wieder sau spät. Und ich hatte noch vor, heute ein kleines Geheimnis an. Oh, da hat sich ja einiges getan, Freunde. Finde ich gut, finde ich gut. Ah, das geht mal nach da drüben. Ist auch gut. Finde ich gut. Dann stopfen wir rein, die gute Münze, ne? Der Söldner ist da, der Söldner, die Söldner werden angeheuert. Was baut dann jetzt hier hin? Eine Mühle. Ja, die kannst du gleich wieder abreißen. Die kannst du gleich sparen, mein Freund. Die kommt eh bald weg. Abrisskomitee, ne? Hat ja auch nochmal was zu tun. Wir haben hier eine Meldung von akutem Wohnungsplatzmissbrauch. Mann, oh Mann, oh Mann. Dieser Friedhof. Schlüff. Da ist lauter Münzen unterwegs. Mützen vor allem. Münzen, meine ich. Aber bei uns geht es jetzt langsam auch wieder aufwärts. Die ganzen Münzen geht es nach unten. Das finde ich sehr gut. Kommt die denn hier raus? Nee. Ein paar Münzen gehen oben rein, ein paar Münzen kommen runter. Ich glaube, die produzierten kommen nur runter. Kann das sein? Ah, hier wird schon wieder fleißig die Rüben eingeschlagen. Sieben Leben, sieben Leben. Okay. Und da war doch einer. Nee, es sind nur zwei. Ich denke, unsere Jungs, die kriegen das hin. Wir schauen nachher mal vorbei. Erstmal möchte ich wissen, wie es hier jetzt langsam aufgeht. Oh, drei Generäle schon. Sehr nice. Okay, die gehen nach unten. Das heißt, hier zum Wachturm.
Okay, dann kriegt er auch ein paar Münzen. Finde ich gut. Die Burg wäre natürlich wichtiger, weil das sind nämlich die meisten Leute drin. Da würde es schneller gehen. Und es wird gespeichert. Sehr schön. Eine Sache, die schon mal erledigt ist, die ich dann nicht nachholen muss. Ja, man denke nur nach. So. Na, geht's weiter? Ich dachte gerade kurz, es geht weiter. Aber dem war leider nicht so. So, automatisch speichert ist abgeschlossen. Sehr schön. Okay, was ich gerne machen würde, ich möchte gerne... Also die Münze verfolgen wir jetzt mal noch, wo die hingeht. Ich glaube, es geht in die Festung. Da hinten kommt schon die nächste angekriebst. Ist doch geil. So, komm, geh in die Festung rein. Oh, die geht sogar nach links. Dahinter in die Wachstube. Ist auch gut, weil dann können die ganzen hier endlich mal aufgelevelt werden. Dann haben wir hier... Ja, sind wir bereit dafür, hier mal weiter vorzurücken. Genau, das wollte ich sagen. So, was wir hier machen, wir greifen hier mal mit zwei Leuten an. Viel mehr brauchen wir gar nicht. So, die kommen hoffentlich beide hier raus. Ja, das tun sie auch, in der Tat. Ah, jetzt kommen natürlich aus dem Nachbarhaus, kommen natürlich auch noch ein paar, die natürlich auch mal Hallo sagen wollen. Ja, nee, ist klar. Oh, das klopft sich doch nur einer. Mir soll's recht sein. Mann, oh Mann. Das ist eine Herausforderung, der Mann hier. Ich glaube, zwei Leute waren tatsächlich zu viel. Der eine steht sich ja die Beine in den Bauch und der andere macht ein bisschen Sport. Bleibt ein bisschen fit im Training. So, dann marschier mal ein, mein Guter. Ach nee, da kommt noch einer raus. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen mehr. Es war vielleicht doch ganz gut, zwei Stück zu nehmen. Ja, ich weiß, wir machen jetzt eigentlich nicht viel Neues und so. Ich will jetzt auch gleich dann mal ein bisschen gucken, dass wir unsere Wirtschaft wieder auffangen, weil die jetzt doch einen kleinen Einknick gekriegt hat. Machen wir aber alles gleich. Habt Geduld, Freunde. Ach, da ist noch einer drin. Ich glaube, es war doch vielleicht nicht so schlau, nur mit zwei Leuten anzugreifen. Aber okay. Das weißt du ja vorher nie. So, er hat's geschafft. Heldenhaft, wie er ist. Kommt noch einer raus? Ach ja, da kommt noch einer raus, weil drei Plätze drin sind. Stimmt. Na gut. So, ist jetzt aber der Letzte. Und der Schwerstverletzte kämpft natürlich den letzten Kampf. Oh mein Gott. So, dann rein mit euch in die gute Stube. Ist schon vorgeheizt. Da haben die Vormieter schon ein bisschen was reingeschmissen in den Kohleofen. Und da ist alles bereit für euch. Für euch, die neuen Besetzer. So, okay. Können wir mal hier runter. Fahne setzen. Eine Wasserstraße hier hoch. Fahne setzen. Und eine Straße hier rüber. So. Sind wir abgedeckt und bereit, hier eine kleine Straßenanbindung zu machen. Dann kommen vielleicht die Goldmünzen auf direkterem Wege darunter. So, da ist zum Beispiel schon wieder eine unterwegs. Hier auch. Und da wird schon wieder angegriffen. Mann, 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 der kann es aber auch nicht lassen, der gute Mann. So, hier fehlt immer noch ein bisschen was. Hier fehlen zwei Leute, die werden jetzt nachrücken natürlich. Hier fehlt auch noch einer. Kommt alles jetzt. Nur kein Stress, Freunde, nur kein Stress. Da sind sie, die drei Offiziere. Er sollte sich nur die Hörner abstoßen, aber ich glaube, seine militärische Stärke bleibt trotzdem relativ ungebrochen. Doch, nein, wir haben ihn sogar wieder aufgeholt. Vielleicht überholen wir ihn gleich wieder. Was auch immer dort passiert ist, was unsere Münze wieder ins Rollen gebracht hat, es ist mir ein Rätsel. So, es sind wieder zwei unterwegs. Eine geht nach oben, die andere geht nach unten. Was zum... Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die Münzen, die vom Schiff transportiert wurden, irgendwie von denen nicht mehr anerkannt werden als transportable und ausgebbare Münzen. Keine Ahnung, warum das so ist, ist es aber so. Das ist traurig. So, die haben wieder eine Münze bekommen. Das heißt, wir haben hier jetzt
zwei Generäle und ein Oberoffizier. Dann könnten wir vielleicht mal wieder einen Angriff wagen. Aber ganz ehrlich, da warte ich lieber, bis wir militärisch ein bisschen mehr überrundet haben, den guten Mann. Na, hier schaut es doch auch mal ganz ordentlich aus. Vier Generäle, Mensch. So, die Münze geht jetzt nach drüben. Das heißt, hier... Ja, genau, hier brauchen wir eine... Hier nicht. Und hier auch nicht. Aber ist okay. Ist okay. So, hier sammeln sich die Totenköpfe. Ach du großer Gott. Das wäre mal eine Halloween-Folge hier. So, was wir jetzt endlich mal machen, wir gehen jetzt mal unsere Wirtschaft an. So, Gebäude wurde errichtet. Die Schweinezucht. Hier. Dann haben wir die Fischfleischerei. Das ist die da unten natürlich. Die hat aber... Doch, die hat ein bisschen was hat sie schon bekommen tatsächlich. Von hier nämlich. So, es werden angegriffen. Wachturm hat sich erledigt. Automatisches Speichern hat sich erledigt. Militärgebäude erobert hat sich auch erledigt. Und sie werden angegriffen. Wachturm hat sich auch erledigt. So, keine Rohstoffe. Kohlebergwerk. Ja, dann muss es leider weg. Schnüff. Aber er war doch so jung. Und schickt mir hier ihn hier hin. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's für diese Folge. Entschuldigung, dass wir jetzt hier so ein bisschen, dass wir den Gold und so beobachtet haben. War mir jetzt halt einfach sehr arg. Ne? Weil ihr habt ja gesehen, es kamen keine Münzen mehr, es ging gar nichts mehr voran, wir hatten keine Generäle mehr und irgendwie ging alles runter, alles bergab. Und das hatte mich ein bisschen genervt, deswegen wollte ich sicher gehen, dass auch alle, ja, Gebäude halt in Grenznähe, gerade zum Gelben rüber, ihre Münzen bekommen, damit wir hier weiter Offiziere ausbilden können. Generäle meine ich. Wie auch immer, nehmt's mir nicht übel, war halt jetzt mal so in dieser Folge. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn wir dann hier mal gucken, wie das mit diesem verpackten Spiel hier noch weitergeht. Mensch. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Haltet die Ohren steif und tschüss.